Willkommen zurück bei Minecraft auf den schwebenden Inseln. Letztes Mal haben wir eine Farm gebaut und ich denke mir, die will ich jetzt ein bisschen mit mehr Weizen bevölkern und sammle deswegen noch ein paar Samen. Ansonsten, ich meinte ja letztes Mal zum Beispiel, dass wir zum Dorf gehen können, Schweine töten können, Höhle erkunden können und Höhle erkunden, zumindest ein bisschen. Finde ich eine gar nicht mal so schlechte Idee. Ich schätze, dass die Höhlen hier gar nicht mal so groß sind. Und ich bräuchte eigentlich Eisen. Ich hätte nämlich liebend gern eine Rüstung. Und auch ein bisschen Dekomaterial Eisen. Und Sachen für sowas wie Trichter, für automatische Schmelzöfen und so. Dann kann ich nämlich vielleicht ein bisschen Holzkohle herstellen. Holz will ich auch abbauen, aber das werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen. Und nicht in der Aufnahme. Keine Ahnung, mal gucken, was daraus wird. Ach genau, hier ist unsere schicke Markierung. Da hinten will ich ja auch irgendwann hin, weil das so cool aussieht im Schatten. So, die können wir erstmal wegbringen. Ich habe aber... Ich habe aber leider ziemlich wenig Essen. Um die Geländerdeko kümmere ich mich heute noch nicht. Ich habe noch nicht mal eine Treppe da reingebaut, richtig? Und, vielleicht gehe ich gleich einfach direkt in die Höhle. Ich dachte nämlich an die kleine Höhle. Die ich letztes Mal gesehen habe, als ich den Wasserfall runtergeschwommen bin. Da könnte man, glaube ich, ganz fluffig sich drin versenken und den Tod finden. Oh, nee, das müsste sich auch noch bewässern mit der Zeit. Habe ich alles? Den Wassereimer möchte ich, glaube ich, hier lassen. Auch wenn der lebensrettend sein kann, ich behalte lieber den Wassereimer und gehe dann drauf, als dass ich draufgehe und den Wassereimer dann nicht behalte, weil ich draufgehe. So, ich habe nicht genug Nahrungsmittel, um mich zu regenerieren, wenn ich verletzt werde. Das klingt nach einem super Plan. Ah, das ist echt creepy. Oh, das war ein Fehler. Hupsi, sorry, Wasserfall, jetzt habe ich dich versaut. Oh Gott, ich habe Angst. Oh. gut, wir haben diese Folge eine Höhle erkundet. Das hat sich ja gelohnt. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Ich weiß nicht. Könnt ihr vielleicht nachvollziehen. Aber ich will jetzt nicht das Feld hier zertrampeln. Deswegen mache ich das so. Ach, Mano. Dann ändere ich meinen Plan jetzt auf. Ich gucke jetzt, ob ich zum Dorf komme und da ein bisschen Nahrungsmittel klauen kann. Denn ja, Weizen auf unserer nicht allzu effizienten Farm ist eigentlich eine scheiß Idee. Und, ach ja, genau. Und deswegen Kartoffeln. Kartoffeln wären so der Way to go. So, ich gehe jetzt mal hier rüber. Ich bin auch echt gespannt, ob es Endfestungen gibt. Ich habe ja eine kleine Testwelt, mit einem anderen Ziel allerdings. Und da habe ich zum Beispiel mal geguckt, auf welcher Höhe die Häuser zum Beispiel da unten, also solche Dorfhäuser generieren und die generieren. Nicht ernsthaft. Und die generieren auf Höhe 0. Ich sollte mir ein Bett mitnehmen. Das heißt, die haben keinen Fußboden. Habe ich schon festgestellt. Die Häuser. Die haben dann zwar Teppich, aber keinen Fußboden. Und ich finde es scheiße, dass es gerade Nacht wird. Egal. Und ich kann nicht mehr sprinten. Okay, naja. Das wird halt eine sehr langsame Expedition. Sehr langsam. Auf dem Weg können wir auch ein paar Tiere umbringen. Wobei wir sollten halt eigentlich welche übrig lassen. Oh Mann. Aber eigentlich reichen mir Hühner als Nahrung, glaube ich. Und gibt's eigentlich denn Kürbisse hier in der Welt? Und Zuckerrohr? Also Zuckerrohr kann ich mir vorstellen, weil Zuckerrohr generiert ja auch in so kleinen Teichen manchmal. Ist wahrscheinlich nur deutlich seltener, weil Flüsse gibt's hier, glaube ich, nicht. Aber Seen gibt es ja. Und Kürbisse generieren ja, glaube ich, auch in Ebenenbiomen. Und ich glaube, das hier gilt als Ebenenbiom. Diese schwebenden Inseln, oder? Was sagt das Ding? Plains, ja, das gilt als Plains-Biom. Das heißt, eigentlich dürfte es auch Kürbisse geben. Vor allem im Dorf kann es ja auch Kürbisse geben. Oh Gott, wie ich es hasse. Oh Gott, wie ich es echt. Die Steine reichen gar nicht, oder? Na, mal gucken. Ah, ich hasse das am Ende ja schon so sehr. Sich über irgendwo rüber zu bridgen. Und jetzt muss ich das hier auch noch machen. Darf ich machen? Ich habe es mir ausgesucht. Ist meine Entscheidung gewesen, aber ich glaube, ich bin auch noch. Also,
Dieses Jahr zumindest, und das ist ja schon ziemlich fortgeschrittenes Jahr, bin ich noch nicht ins Ende gefallen. Also zumindest nicht beim Rüberbrücken. Deswegen. Aber und die Tiere dann darüber zu kriegen, wird ja auch nochmal richtige Scheißarbeit. Gibt's überhaupt Felder? Also hat das Dorf überhaupt ein Feld? Und hier sind wieder Esel und dann. Oh, das sieht schick aus. Das ist süß. Das gucke ich mir kurz an. Ich habe vergessen, mir ein Bett mitzunehmen. Oh ja, das ist echt knuffig. Ich weiß gar nicht, ob das Feld über. Doch, da vorne ist ein Feld vom Dorf. Ich hatte mich gerade gefragt, ob das überhaupt Felder hat. Und da wäre auch eine Höhle. Wir könnten eigentlich im Dorf pennen und dann diese Höhlen da erkunden. Das wäre eine Option. Dann müssen wir denen nur ein Bett klauen. Und vor allem die meisten Dorfbewohner sind wahrscheinlich sowieso in die Leere gefallen. Das heißt, die haben sicher ein paar Betten frei. Aber auf dem Feld wächst leider nicht allzu viel. Und es sieht auch aus, als wäre das ein. Nee, das ist kein Weizen. Glaube ich. Das hier ist kein Weizen. Ja, da habe ich schon mal eine Möhre. Zwei Möhren. So, was ist das da? Rote Beete, ne? Ja. Möhre, Kartoffel. Ah ja, eine Kartoffel ist super. So, und wir ersetzen das mal nicht, denn wir sind Arsch. Wir Arsch, du Jane. Oh Gott. Das Pferd ist süß. Aber ich habe keinen Sattel. Vielleicht gibt es im Dorf einen Sattel. Oh Gott. Aber ich habe Angst, dass hier jetzt der Abgrund kommt. Und hier kommt auch der Abgrund. Und da unten steht eine Laterne im Abgrund. Ich frage mich, wie viele Dorfbewohner hier schon draufgegangen sind. Die Kuh ist sehr gut geparkt. Und das Getreide nehme ich mit. Dafür haben die keine Verwendung mehr, wenn überhaupt noch irgendwer am Leben ist. Ich habe das Gefühl, hier ist einfach niemand mehr. Und die sind alle in die Leere gefallen. In der Testwelt hatte ich ein Dorf gefunden, das war ähnlich zerklüftet. Da waren auch ein paar Häuser in der Leere. Und oben hat noch ein Eisengolem gelebt mit zwei Dorfbewohnern. Also. Oh, Rüstung. Auch wenn es Kackrüstung ist, ist es Rüstung. Ja, deswegen, ich glaube nicht, dass hier noch allzu viele Leute sind. Hallo, Huhn. Oh, ich. Oh Gott. Das ist so creepy. Weil überall, so in der normalen Welt, denkst du ja, okay, dann falle ich halt ein paar Blöcke runter, aber. Oh! Aber hier ist das was anderes. Ich hab kaum was zu essen. Ja, ignorieren wir das Skelett kurz und sammeln ein paar Eier ein. Das ist viel wichtiger. Alter. Ich weiß schon, warum ich diese Weltoption gewählt habe. Das sieht schon. Ach du. Also das sieht schon ziemlich geil aus. Was ist das, ein verlassenes Dorf? Haben normale Dörfer auch Mossy Cobblestone? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Früher waren verlassene Dörfer einfach verlassen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt noch welche gibt. Obwohl, wenn ich hier bin, nehme ich schon mal eins der Betten. Hier gibt es ja eh keine Bewohner mehr. Dorfbewohner zu kriegen, wird auch eine Herausforderung hier vorne. Okay, aber jetzt bringe ich das Skelett um. Ich bin mutig. Ich riskiere das. Wenn es noch da ist. War das hier oder war das. Oh Gott. Oder war das später? Das wäre hier irgendwo, ne? Ah, komm her, komm her, komm her. Den Enderman gucke ich jetzt nicht an. Oh, Level up. Ein Zombie. Da unten ist noch ein Skelett. Ich kann gerade leider nicht sehen, wie spät es ist. Oh, ich habe Angst, hier runterzufahren. Ah, da ist der Zombie. Puh. Da ist der Enderman und ich habe ihn nicht angeguckt. Da ist die Leere. Okay, Höhlen funktionieren hier auf jeden Fall anders. Strip Mining wird hier auch anders funktionieren. Und Diamanten finden wird hier echt schwer. Ich überlege gerade, ich glaube, wenn wir ein Portal in den Nether wollen, müssen wir uns das wahrscheinlich gießen und können es nicht minen. Ist nur so ein Gefühl, also kann sein, dass wir auch Diamanten finden. Aber ich glaube gerade noch nicht dran. Ich bringe jetzt die Hühner hier um. Die haben mir ihre Eier schon gegeben. Das heißt, sie erfüllen jetzt erstmal keinen größeren Nutzen. Und das ist mittags, das reicht, um zurückzulatschen. Ah, ich hätte eigentlich auch gern langsam mal ein Haus. Aber irgendwie fehlt uns dafür auch noch Baumaterial. Da habe ich auch zwischen den Folgen dran gedacht, dass das etwas ungünstig ist mit Baumaterial. Weil es ist ja schon in der ersten Folge, von der ersten Folge klar, wir haben quasi nur Eichenholz. Und ich benutze gern verschiedenfarbiges Holz beim Bauen. So für verschiedene Texturen halt. Und vor allem auch damit. Ja, sich zum Beispiel damit ich ein reines Holzhaus bauen kann, wo sich das Dach
vom Haus abhebt vernünftig. Und das wird, glaube ich, hier etwas schwieriger. Deswegen, ich dachte, ich baue wahrscheinlich ein Steinhaus. Kann ich hier... Ich könnte mir da vorne das... Ach du. Ich dachte, ich kann ja weiterlaufen. Ich könnte mir das Eisen da vorne aus der Wand holen. Noch. Oder ich könnte nach Hause laufen, wie ein kleines Weichei, das ich sowieso bin. Aber ich glaube, ich will das Eisen haben. Ich habe jetzt nämlich noch nicht so viel Eisen gesehen. Und ich mag Eisen. Eisen ist echt eins meiner liebsten Mineralien zum Abbauen. In Minecraft, nicht im RL. Im RL sieht es da anders aus. Da stehe ich hier auf Kupfer, aber das gibt es in Minecraft leider nicht. Ah, gut, dass du dich ankündigst. Gut, dass ihr zu viel, so viele seid. Sterbt. 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 Ich will nicht brennen. Wo kommt ihr? Ja, okay. Ich bin... Oh, das war sehr dumm. Das war sehr, sehr dumm. Geh sterben. Geh sterben. Ich habe nur ein Herz. Jetzt stirb. Ach du. Okay, ich habe mich entschieden, wir gehen nach Hause. Ich habe Angst. Zu Recht. Wobei unsere Sachen werden wenigstens nicht verloren, wenn wir hier drauf gehen. Ah, Vögel. Und ich sollte nicht nach unten bauen. Das trifft, glaube ich, hier noch mehr zu als im Standard-Minecraft, dass ich mich nicht nach unten bauen sollte. Okay, wenn ich zu Hause bin, brate ich mir ein Hühnchen. Huiuiuiui, das war ein bisschen knapp. Ich glaube, da sind welche durch diese tolle Zombie-Nachspawn-Mechanik nachgespawnt. Wenn man Zombies angreift, dann spawnen ja, glaube ich, in der Umgebung noch ein paar extra Zombies. So, und ich muss gut auf die Möhren aufpassen und auf die Kartoffeln. Die will ich anpflanzen. Die ersetzen dann die normalen Samen. Ich kann mich erstmal von Möhren ernähren, solange wir keine Haustiere haben. Und später kann ich mich auch noch von Möhren ernähren. Oh Gott, es gibt hier keine Algen. Es gibt keine Algen hier. Ich mag Algen so gerne. Ich ernähre mich gerne am Anfang von Algen. Also ich gehe dann einfach irgendwann in den Ozean und dann ernähre mich ganz lange von Algen, weil man halt aus Algen auch gleich Brennstoff machen kann. Das geht ja hier auch nicht. Ach du Kacke. Oh, und mir ist gerade was eingefallen. An sich dürften Diamanten eigentlich gar nicht so schwierig sein, wenn ich mich mit den ganzen Monstern anlegen kann. Weil Minenschächte finden ist ja mega easy und sich in denen zu orientieren ist auch mega easy, weil die offen liegen. Das heißt, man kann die Kisten da schnell finden, alle Kisten absuchen und sich die Diamanten daraus klauen. Das könnte unser Plan sein, um an Diamanten zu kommen. So, wenn ich gerade nicht irgendwas übersehe und der Wasserfall ist jetzt leider hässlich geworden, aber sagen wir einfach, dass es das gewollt ist. So, Huhn da rein. Und als Brennstoff nehme ich ein bisschen normales Holz. Aber nicht so, weil es Verschwendung ist. So, zwei Holz reicht für drei Hühnchen. Kartoffeln anpflanzen. Kartoffeln anpflanzen und Karotten anpflanzen. Auf der unteren Ebene. Ich brauche auf jeden Fall ein größeres Feld, wenn ich mich dann auch um Tiere kümmern will. Zumindest wenn ich zum Beispiel Kühe möchte. Weil Kühe ja ein bisschen Weizen brauchen. So, tut mir leid, Samen. Ihr werdet jetzt entwurzelt. Und wenn ich jetzt sowieso schon keine Verwendung mehr für Samen habe, weil unser Feld ausgefeldet hat, dann könnte ich jetzt ein kleines Hühnergehege bauen. So ein provisorisches. Damit ich vielleicht mal eine regelmäßige Nahrungsquelle habe. So, die Sticks raus. Die Sticks mache ich direkt in Leitern. Und dann mache ich mal das ganze Holz in Holz. Und dann brauche ich noch mehr Sticks. Zäune. Und einmal eine Tür. Ja, ich baue Türen in meine Gehege. Don't judge me. Oh, es wird wieder dunkel. Das trifft sich ganz gut. Dann gute Nacht schon mal. So, guten Morgen. Hühnergehege. Hier würde ich, glaube ich, gerne das Haus hinbauen, hier vorne. Hier ist relativ eben. Solange, bis ich halt da mich in die Flanke schlage. Ach, ich will mich auch in die Flanke schlagen. Also eigentlich kann ich auch das Gehege hier oben bauen. Ja, eigentlich kann ich das Gehege hier oben hinbauen. Hier kommen zwei Leitern ran. Da kommt hier eine Tür rein. Und dann kommt hier die Massentierhaltung hin. Das ist jetzt erstmal sehr, sehr hässlich.
noch hässlicher als die Terrasse. Aber das ist mir gerade noch egal. Später will ich dann noch was Hübscheres bauen, aber gerade nicht. Pumpf, Pumpf, Pumpf. Ein Huhn, zwei Huhn. Das war eine gute Quote aus 10 Eiern. Boah, das ist eine richtig gute Quote. Drei Hühner aus 10 Eiern. Das kann sich sehen lassen. Apropos. Ja, Hühnchen essen. Oh Gott, ich regeneriere wieder Gesundheit. Ich werde nicht mehr mit quasi keinem Herzchen rumlaufen. Ich könnte mich anfangen, in die Bergflanke zu schlagen. Ich könnte hier anfangen, die Treppe zu machen. Oder ich könnte kurz Holz abbauen und euch selbst überlassen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich baue mal Holz ab. Bis gleich. So, ich bin zurück und wir haben unsere Holzvorräte auf jetzt immerhin etwas über zwei Stacks ausgedehnt. Also habe ich. Oh shit. Oh shit. Da vorne sind Raider. Pillager. Oh Gott, wenn die zu mir kommen, ey. Ach du. Ach du. Das habe ich ja ganz vergessen, dass die spawnen. Das wäre ein super Cliffhanger. aber ich will die eh nicht bekämpfen, deswegen ist das egal. Ich könnte mir keinen Bogen machen. Das wäre eigentlich ein guter Grund, in die Mine zu gehen, um mir einen Bogen zu machen. Soll ich das versuchen? Ich könnte es versuchen, aber ich habe quasi keine Rüstung. Wobei, ich habe auch mein Eisen eingeschmolzen. Ich könnte mir jetzt eine Rüstung machen. Was habe ich an? Ich brauche einen Brustpanzer und Schuhe erstmal. Brustpanzer, Schuhe. Ich hätte noch genug für eine Hose. Okay. Okay. Ich könnte es versuchen. Ich könnte es versuchen. Ich könnte es versuchen. Ich werde es versuchen. Ich wünsche mir gerade einmal schnell speichern, aber das gibt's hier leider nicht. Es ist auch alles offen. Ich habe keine Deckung. Ist da schon wer runtergefallen? Sind die dumm? Ist da eine Schlucht? Oh, ich glaube, er hat mich. Kommt her. Kommt ihr? Ihr seht mich nicht. Ihr seht mich nicht. Ich schmeiße euch in den Abgrund. Sterbt! Das hat erstaunlich gut funktioniert und das hat zu meinem Vorteil gewirkt. Und es gab mir Erfahrungspunkte und sonst gar nichts, oder? okay, wir haben unsere erste Pillager-Patrouille abgewehrt. Hoffentlich. Ja. Das sollte ein guter Endpunkt sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Beim nächsten Mal geht's weiter und ich habe auch keinen Plan, was wir machen. Ich bin gerade etwas schockiert. Bis dann.